Hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, gut in den Tag gestartet und dass es euch wie von einer Sonne geküsst geht heute. Heute gibt's mal wieder eine Runde Talon und einen Disclaimer, so wie ich ihn nenne. Ich werde euch so lange damit nerven, bis ich auch den letzten von euch zu Tode genervt habe damit. Punkt Nummer 1. Am Sonntag gibt es ein Turnier, ein One-on-One-Turnier, jeder kann mitmachen. Es gibt fantastische Preise zu gewinnen und selbst wenn man unglaublich, unglaublich schlecht ist, kann man trotzdem mitmachen, denn es gibt nichts zu verlieren und es macht bestimmt auch Spaß. Schnapp dir deinen Freund, deinen Kollegen, zeig ihm, dass du besser bist und weiterkommst. Oder auch nicht. Meldet euch an, der Link dazu ist unten in den Kommentaren. Punkt Nummer 2, mein Zweitkanal. Ja, ich weiß, es ist kein League of Legends, aber es ist bestimmt auch lustig, denn ich bin manchmal lustig und wenn ich manchmal lustig bin, gibt es auch lustige Sachen. Und ja, das heißt, selbst wenn es jetzt vielleicht zum Beispiel StarCraft ist, klickt mal drauf und denkt, ja, okay, Tobi, eigentlich ist es überhaupt nicht meins, aber ey, ich gebe dir eine Chance, ich probiere mal und vielleicht habe ich ja doch Bock, das anzugucken. Also auch hier unten in den Kommentaren, in dem Link, draufklicken. Punkt Nummer 3, morgen am Samstag werde ich einen Epic Day machen. Dieser Day wird vielleicht nicht epic, aber es geht hier um, also möglicherweise wird er auch epic, es geht darum, dass ich die ganzen Epic Games, Hashtag nur Werbung, man kriegt die ja die ganze Zeit hinterhergeworfen, ja. Man bekommt immer alle, jede Woche darf man 2 umsonst auswählen quasi. Das ist so deren Werbeprogramm. Natürlich sind es meistens nicht die heftigsten Games, manchmal sind aber auch coole Games dabei, wie Civ 6 oder sowas. Und ich habe mir gedacht, ich werde mal alle diese Games installieren, ich habe die alle nie gespielt und werde die einfach mal austesten. Nice, 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 zack, schön. Ja, ich werde dann so, vielleicht sind die meisten Games davon scheiße, ist absolut möglich, aber ich habe mir gedacht, hey, wir probieren die einfach mal aus, testen die alle durch und wir können dann sagen, hey, halbe Stunde ein Game testen, wenn es kacke ist, dann spielen wir das nächste. Ist ja ein absolut guter Deal. Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir wahrscheinlich am Samstag 12 Stunden streamen, von 10 bis 10, also 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends, vielleicht auch von 9 bis 9, irgendwie sowas. Und vielleicht, also wir gucken mal, wie lange wir Bock haben auf diese Epic Games, wir müssen ja nicht den ganzen Tag Epic Games machen, aber, ne, ist so der Plan. Punkt Nummer 4. Jetzt gibt's Talon. Mal wieder eine Runde und zwar nicht nur irgendein Talon, sondern Ultralon. Wir spielen Ultralon und Ultralon, der Plan ist hier folgender. Wir werden auf maximale Cooldown Reduction gehen. Also auf die maximal. Jetzt hat der Barrier. Er hat Barrier. Richtiger, räudiger Physikspieler. Das heißt, ich habe jetzt schon in den Runen 5% reingepackt. Dann habe ich noch die 10% Scaling. Dann, dann habe ich noch, ja, hier Ultimate Hunter mit reingenommen und werde einfach schön CDR-Items bauen. Okay. Ich versuche mal hier noch durchzuwischen. Bitte, das ist so dumm, was der Six da, K6 oder wer das auch immer ist, Fiddle Six macht, weil, ja, genau deswegen nämlich. Ja, wir versuchen mal hier noch so ein bisschen. So, jetzt sind wir raus. Wir sind raus. Ja, ich habe mir hier Materialisierer mitgenommen, weil ich mir dachte, Schuhe sind bestimmt auch cool. Aber Schuhe brauchen eventuell zu lange. Bruder, du gehst doch da nicht wieder rein. Ich kann nichts machen. Ich muss zurück. So, okay, wir haben weitere Schuhe, sehr gut. Ein weiteres Schwert, meine ich. Ja, Early Game ist ein bisschen eklig gegen Six. Haben aber die gleichen CS, was absolut fein ist. Und er darf jetzt nicht sterben. Du darfst nicht sterben. Brenn nicht, brenn nicht, brenn nicht, brenn nicht. Okay, er lebt, sehr gut. Ja, das heißt, wir werden Ult Talon, also sowieso relativ wenig Ult Cooldown. Wir werden versuchen, so viel, die ganze Zeit Ult. Ultralon. Ja. Ja, Kills machen. Das ist ein bisschen schwierig gegen Six. Six ist so einer dieser Champions, wo Talon nicht besonders gut gegen ist, weil Talon an Long-Range-Champions sehr schlecht rankommt, ja. Das ist manchmal ein Problem. Wir werden trotzdem unser Bestes geben und gucken, ob wir den Sieg hier erstreiten können. Minimaterialisierer. Ja, werden wir 2-mal Nahkampf machen, 1-mal Fernkampf. Ich habe mir gedacht, wir bauen keinen Tiamat. Na, und dadurch haben wir vielleicht durch den Minimaterialisierer genug Wave-Clear, dass wir das nicht brauchen. So der Plan, die Theorie. Jetzt muss man natürlich gucken, ob das so richtig ist oder nicht. Kannst du bitte nicht in die Midlane kommen? Sie hat mir jetzt XP geklaut. Geh weg! Das ist das Schlimmste, was ihr. Das Schlimmste, was ihr machen könnt, euer Midlaner XP wegnehmen. Naja, vor allem, also wenn man einen Kill macht, okay, aber. Naja, ich sehe hier kein Szenario, in dem das, was sie da macht, klappt. Wobei, naja, doch, vielleicht, aber nur weil er intet. Ja, okay, wir haben Flash, was nicht so bad ist. Ja, aber er hat noch Barrier. Ich glaube, das. Jetzt reicht's. Komm, brenn, 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 brenn. Okay. Ja, akzeptiere ich, war dann, after all war es gut, mache ich kein Auge, aber so in die Lane zu laufen war halt nicht gut, ne? Also einfach so von hinten am Turm, das sieht der Sieg ja auch. Von Omeke war nicht ganz verkehrt, war okay, akzeptiere ich, ja, akzeptiere ich. Schreiben wir auch einen guten Job. Shit. Komm schon. Oh. Hab schön! Die hat zwar einen Kill, aber ist schön!
Schön, das ist schön, 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 schön. Hier wurde auch gesagt, Six und K6 Lux und K6 wären sehr potenziell stark. Potenziell stark. So, zack, schön. Schön, 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 schön. Sehr, 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 sehr schön. So, wir machen das, wir machen das, wir machen das und auf geht die Party. Ultralon. Wie ist das Zeichen für Ultralon? So. Bei der Macht von Ultralon. Ultrabeam. Psst. Gut. Also, wir bauen als erstes vermutlich Drag Tarblade, ja. Ich meine, was für. Bei Talon ist ja so, einige spielen Ultimate Hunter, andere spielen Ultimate. Ultimate. CD-Dings halt. Hier, Ultimate-Dings halt. Weniger. Mehr Move-Speed. Move-Speed. Ist auch cool. Aber das wurde jetzt auch schon wieder genervt, muss man sagen, ne? Also. Gut. Wir haben jetzt Ultimate. Wir könnten. Er hat keine Barrier tatsächlich. Wir könnten ihn mal. Wir können mal kurz. Wir faken an, dass wir nach unten gehen. Tun wir aber nicht, sondern gehen. Ah, okay, nee. Naja, doch nicht. Guten Tag. Einmal bitte. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm. Ah, later. Ne, das musste schnell gehen, weil er natürlich springen wollte. Aber mitgenommen. Mitgenommen, so versommen wie gekommen. Schön. Jetzt haben wir natürlich kurz kein Ultimate, aber als Ultralon sollte das ja kein Problem für uns sein. Wir haben nämlich schon 9%. 9%, meine Freunde. Natürlich, man muss fair sein, ja. Bevor ihr jetzt sagt, wow, Tobi, so krass ist er jetzt auch nicht. Ja, also ich weiß, man hat sowieso immer viel Cooldown auf Talon, ja. Es ist nicht so, als wäre es jetzt was komplett Verrücktes. Gehe ich euch mit ein. Aber hier, wir haben auch doch den Ultralon-Skin, um das Ganze zu unterstreichen, Leute, ja. So sieht Ultralon aus. Der Gerechter der Gerechten. Ja. Naja, und wir haben 45% CDR. Und wir haben nicht nur viel CDR, sondern wir haben es auch besonders schnell, weil wir halt auch die eine CDR-Rune drin haben, ne? Und die andere CDR-Rune. Und die dritte CDR-Rune. So, ich würde sagen, wir nehmen die Kanone und gehen Shoppy Mac Shoppenstein. Denn, immer schön auch ein Stück zurück, wir haben kein Mana mehr. Mana, Mana. Bip. Habe ich schon gesagt, dass ich Samstag streamen werde und ihr am besten dabei sein solltet? Habe ich noch nicht? Habe ich schon? Ganz egal. Schaltet ein. Denn auch du kannst ein Ultralon sein. Gut, weiter geht's. In die Mitte. Machen wir jetzt Drag Tarblade oder Yumus? Drag Tarblade wäre schon sehr strong. Problem ist, dass wir. Oh, Erdrache, aber nur einen. Aber den brauchen wir. Geil wären natürlich 4 Erdrachen. Das wäre richtig sahnig gewesen. Da müssen wir nochmal irgendwann eine Ultralon-Runde machen mit 4 Erdrachen. Da sehe ich mich. Guck mal, wir haben schon wieder unser Ultimate ready. 70 Sekunden. Stufe 1 Ultimate ist aber wirklich krass jetzt mal, oder? 70 Sekunden? Das ist verdammt wenig. Verdammt wenig. Wave Clear ist. Naja, im Early Game ist der eh nie krass. Klar, mit Tiamat wäre es jetzt besser. Aber dafür haben wir mehr Damage. Ist ja auch nicht verkehrt, oder? Komm her. Komm her. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ultralon. Hua. Hua. Ist okay. Hua. Hua. Hua, 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 hua. Renn, brenn, renn, brenn. Spring, spring. Was? Ich war nicht mehr drin. Ich akzeptiere diesen Tod nicht. Ich. Ja, ist okay. Kriegen wir noch ein bisschen Geld. Diesen Tod akzeptiere ich nicht. Ich lehne ihn ab. Vom ganzen Herzen lehne ich ihn ab. Ich war aus der Linie. Es war knapp, aber ich würde drauf. Vielleicht war mein Fuß drin, aber dann sollte mein Fuß kaputt sein und nicht ich. End, please, fast. So schlimm sieht es jetzt auch nicht aus. Das Problem ist, wir haben. Ja, ich muss das jetzt machen. So, Yumus, wir machen jetzt mal Yumus. Ich mache ganz gerne Drag Tarblade, aber dadurch, dass wir hier jetzt quasi kein. Ich weiß jetzt nicht, ob es so toll war, den Pot schon zu verkaufen, weil der Poke immer noch hart ist, aber naja. Dadurch, dass wir jetzt keinen Ultimate-Läufer haben, ist vielleicht Yumus ganz nett. Ne, wir haben auch wieder Ultimate, haben wir immer. Top-Lane sieht allerdings nicht Ultimate aber aus. Bot-Lane ist tilted, können wir was machen, ist allerdings Full-Life. Deswegen würde ich sagen, pushen wir nochmal eine Rin. Reicht eine W? Oh, ne, reicht nicht. Da müssen wir Level 9 werden. Okay, pushen wir noch eine Rin. Und dann roamen wir. Swap! Ah, der Poke, ihr seht, der tut weh. Tut schon ordentlich. Tut es Note? Frage ich mich da. Tut es wirklich Note? Okay, Leona will Mitte kommen. Hier ist ein Ward. Vielleicht kommt Six gleich. Das wäre smart, wenn sie hier stehen würde. Oder da? Ja, vielleicht auch da. Naja, ja, okay. Nee, ja, okay. Gut, dann Botlane vielleicht. Wir haben ja den Entvisionierer. Wir könnten jetzt einen schönen. Na, Mist. Alles voll mit diesen Warts. Mit diesem Hockwart. Okay, wir haben jetzt die Entscheidung. Wir gehen Mitte. Oder wir gehen trotzdem Bot. Ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz Mitte. Zur Mitte, zur Mitte, zur Mitte, zur Mitte. Zack. Zack, Aude! Ich könnte ihn töten, actually. Okay. Ja, shit. Shitty McShitten, Shido. Shido. Wap. Das ist jetzt schlecht, Leute. Hilfe.
Get an Engineer. Ich bräuchte hier ein bisschen die Luftunterstützung. Wo ist die Luftunterstützung? Weg! Okay. Ja, wir haben schon wieder kein AP, Leute. Ich brauche irgendwie, ich weiß nicht, kein AP, kein Mana. Was soll ich tun? Naja, nicht rein, nicht rein, nicht rein. Don't, don't, don't. Also ich kann keinen Follow-up leisten. Nur um das kurz klarzustellen. Die sind zwar alle echt lau und potenziell potenzierbar. Okay, not too bad, not too bad. Ein bisschen deep vielleicht. Ja, okay, schön, ja, schön. Okay, ich bin raus. So, weiter. Ich würde sagen, komm, wir komplizieren das Ganze. Jetzt sind wir nicht nur unglaublich ultra, sondern auch unglaublich schnell. Ultralon. Gut, Gegnersystem ordentlich tot. Sieht gut aus, außer Toplane. Toplane sieht nicht gut aus. Ist aber noch alles im... Why is Talon inting? Leute, why is Talon inting? Ich hatte null Mana. Wow. Guck mal, da sieht man mal, was für retardete Menschen es gibt. Dude. If you have tomatoes on your eyes, remove them. I had 1% Mana. So, schön, da kann man mal sehen, was hier so Menschen für gibt. So, können wir einen schönen Rom auf die Botlane machen? Vielleicht ist der Kha'Zix eine Kha'Zix-Käfer. Was für Ant? Was denkt sie, wie ich kämpfe? Mit Trauben? Soll ich ihr Trauben auf den Gegner werfen oder was? So, wir haben Ultimate natürlich, weil wir es... Ja, 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 ja. Ultralon! Zwa! Schön. Nein, ich wollte ihn nicht angreifen. Let me out. Let me out, let me out, let me out. Dodo, shit, mein Tower ist weg, aber ja, mein Gott. Das ist doch das Einzige, was Six macht. Ja, okay, wir müssen Level... Ne, wir sind Level 9 und wir können immer noch nicht die Caster one-shotten. Aber vielleicht, wenn wir jetzt gleich einmal shoppen waren. Vielleicht ja dann. Die gehen nicht One-Shot kaputt, also dann kann man... Also wenn ich jetzt gleich nach dem Shoppen, die immer noch nicht One-Shot kaputt waren, dann brauchen wir auch keinen Materialisierer spielen. Das ist immer so das Ding. Die W wurde natürlich öfters genervt und irgendwann hat die einfach nicht mehr genug Damage abgeworfen. Deswegen wird natürlich auch Tiamat sehr gerne gespielt, klar, klar. Aber ich dachte, dass der das vielleicht... Vielleicht haben wir jetzt genug Schaden. Ne? Und wichtig, Leute, mit solchen Leuten wie Leona nicht diskutieren, ja. Holy shit, holy make holy. Dass sie da... Vor allem das Wichtige ist ja auch, ich musste back. Ne? Wenn ich da jetzt noch rumfighte eine Stunde, dann bin ich ja erst wieder am dritten Mond, wenn der zur Sonne steht, wieder in der Lane. Das ist ja viel zu spät. Gut, gut. So, jetzt will ich da eine schöne W sehen. Eine schöne W. Ah, 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 ah. Ich meine, wir sind 3-2. Schlecht stehen wir nicht. Lass mal Toplane versuchen zu töten. Wird schwer, aber vielleicht machbar. Ich komme. Wahrscheinlich wird es nicht nur schwer, sondern sehr schwer. Und sie ist aus Full-Rüstungsmaterial, der Shogat. Aus 100% Vollkornrüstung. Go jetzt. Jetzt pinkt die Leona mich wieder, aber ist mir egal. Ich hole mir jetzt den da oben. Guck mal. Now, Pixner Pixer. Schön. Zack. Guck mal, und die fighten hier und es ist wieder mein... Leute, Leute, da guck mal, Leute. Heute lernen wir, wie Ultralon sich, obwohl... Ich bin wie Batman, oder? Wird Batman nicht auch von dem... Er beschützt alle Menschen, wird aber von denen gejagt. Ist es nicht genau das? Guck mal, und die versuchen uns jetzt alle zu flamen. Ich wette, Leona und Kaiser sind Premates. Ich werde jetzt mit ihnen kommunizieren. From which planet are you? I am an Earthling. Ich komme im Frieden. Guck mal, und jetzt hole ich mir einen leckeren, saftigen, sahnigen Turbo-Kill. Ultralon! Die Ultra-Turbo-Schellenzerstörung! Frado! Kabatz! Kabatz! Was? Kabatz! 550 aufgeladen. Aufs Konto, aufs Prepaid-Konto. This Talon mugging us off. Oh no. Oh, gedodged. I come in peace. Verstehe ich nicht, Leute. Verstehe ich nicht. So, als Ultralon brauchen wir natürlich CDR. CDR, wir können sogar beides kaufen. Ja, geilo. Geilo. Guck mal, wie schön saftig. Wir können immer ulten. Immer. Jetzt schon haben wir... Jetzt schon. 31%. 47 Sekunden. Und das ist noch nicht mal die Stufe 2 Ultimate, Leute. Das ist die neue Meta. Neu definiert. Das Problem ist, dass es keine... Naja, vielleicht macht man so viele Kills, dass man halt Schuhe nicht so früh braucht. Das ist vielleicht so ein Deal. Wenn du viele Kills machst, werden die Schuhe ja schnell reduziert, wenn man die Rune spielt. Ich komme Top Lane. Ich bin der Rächer der Enterbten. Ich komme.
Drei Leute top, ich bin unterwegs. Ich werde da jemanden rächen für dich. Wir gehen hier echt extra durch die Waldpatrouille. Kha'Zix ist Top Lane, die sehen nicht, dass ich hier bin. Die, okay, vielleicht wissen sie es doch, weil sie sind beide oben im Busch. Okay, go. Hallo, go. Mach go. Machen wir erstmal den weg. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. So. Einmal. Ja, will ich hier alles benutzen? Ja, machen wir mal. Nee, machen wir nicht. Oder? Naja, hat kein Cooldown, ne? Was soll's? Ja, komm, was soll's. Was soll's? So, Drag Tablet ist fertig. Schön. 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 Replet. No problem. Hold might. Hold might. Hold might. Ist bestimmt auch das englische Wort. Das passt schon. I am here to save your planet. Komm mal, unsere Botlane pusht hier hinten und beschwert sich, dass sie stirbt. Imagine that, Leute. Und Imagine Dragon. Wenn ihr, der Dill an euch, Leute, wenn ihr den Botlane-Tower getötet habt, ja, dann kommt ihr in die Mitte oder nach oben. Jetzt gleich kommt wieder, wo ist Talon? Warum macht er nichts? Wir haben vier Botlane. Natürlich sind wir Botlane, wenn du da in deren... Ja, Leute... Leute. Leute, oh, jetzt sind die wenigstens mal First Dings tot, aber ich bin 7-1, also wenn die nicht First tot sind, sind wir mit Sicherheit auch ohne dem Ding tot. So. Ich bin Speedolon! Mac Speedstein! Fredo! Haha! Fredo, 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 Fredo. Ja. Well, thanks to many six and gangs, MF is now ahead. Ja, Leute. Your planet can be saved. Don't give up. Justice always wins. Na. Meine, wie retarded kann man eigentlich sein, Leute? Also jetzt eine ehrliche Frage. Ich würde Ihnen Retard-Tabletten verschreiben, tatsächlich. On Red Buff wäre sahnig. Äußerst sahnig wäre das. Wir haben übrigens jetzt ein CD-Item noch, da haben wir vier. Wir müssen aber gucken, was wir bauen, wie wir bauen, was wir bauen, wie wir bauen, was wir bauen, wie wir bauen. So, wir haben jetzt zwei. Okay, ich bin Talon, das weißt du, ja? Haha, later. No, 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 no. Ah, ah, ah. Okay, ich bin weg. Don't worry, we got Tower for you. Weißt du, die tun so, als wären die smart, aber sind sie nicht. Könnte sein, dass Lux noch Bock hat. Box und Bock. Könnte sein, dass sie da reinwirft. Deswegen stehen wir hier. Könnte sein, aber nee. So, also wir haben 10, 20, in den Runen 30. Wir haben 30, 35, hä, weiß ich gar nicht. Wie viel habe ich denn, Alter, hä? Warte mal, wir haben 10, 20er. In den Runen habe ich nochmal also 30er und 5%. Wir kommen also insgesamt auf 35. Wir brauchen also nur noch 10%. Black Cleaver ist cool, gibt aber mehr. So, C, D und R. Black Cleaver ist cool, aber 10% Cooldown und Damage. Death's Dance ist cool, aber das gibt auch CDR. Vielleicht machen wir Didde. Didde, Leute? Death's Dance ist halt, naja, ja, ich meine, das bauen viele mit Conquer und so, aber Death's Dance Reaver, Ah, Trinity, boah, das hier vielleicht, haben die Medic Damage? Ja, ein bisschen. Bisschen, ja. Wie viel Damage hatten das? 50er. Hier haben wir, ja komm, wir machen einfach das Ding jetzt. Ist günstig und sparsam. Günstig und sparsam. Das hat echt 10% CDR? Ja, komm. Ja, schön. 950 brauchen wir noch. 50er. 950er. So, da unten ist Kha'Zix. Den gönnen wir uns, weil das ist und der gibt Geld. Und der ist auch ein kleiner Krachmann, muss man sagen. Der will immer mich töten. Ist aber nicht richtig. Oh, shit. Ist aber nicht so, Leute. Machen wir nicht. Frage ist, könnte sein, dass er shoppen geht. Wir könnten aber auch... Okay, er ist da. Okay, er ist noch da. He's still there. Oh shit, was ist denn das? Scheiße, das ist ein Krankenwort. Scheiße. Oh nice. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Kacke. Aber vielleicht ist er noch da. Vielleicht auch nicht. Hat die Banshees? Nee. Hado! Hä?
Brenn. Nein. Wirklich. Boah. Also jetzt erstmal, okay, das war doof. Und jetzt flamen die sofort. Seht, das kommt jetzt sofort. Wow, Talon, you so bad? Oder sowas? Kommt jetzt. Ah, ich habe aber noch Lulu Lux Lullen bekommen. Das ist okay. Ja, guti. Ja, wir sind ziemlich fett. 600. Also das Item baue ich eigentlich nie. Ich meine, der Vorteil im Item ist, es ist günstig und man kann schnell einen Power Spike. Man kriegt schnell Lidelity und man kriegt schnell CDR und Attack Damage. Man kriegt, ich muss das mal beurteilen, das Item. 50 Attack Damage. Wie viel gibt denn das hier? Das Teil kostet quasi 500 mehr. Also 500 mehr plus, hat aber mehr AD, hat einen besseren Effekt und mehr Lidelity. Ja, weiß ich nicht. Ich hol mir mal Blue. Ich brauche die CDR und bin... Ich hoffe, er macht kein Auge. Phil Six kommt schon. Aber ich brauche die CDR. So, schön. Schön. Holen wir uns mal den. Wie sieht es aus mit Drache? Wir haben sogar den R-Drache. Geilo Milo. So, ich brauche noch einen schnellen Kill. Ein Kill noch schnell zum Mitnehmen am besten. Oder wir gehen Botlane farm. Geht auch. Und ich würde gerne einen Call haben. Fragen wir mal... Vielleicht passt mal auf, Leute. Wir machen mal einen Smart Man. Wir fragen mal die Earthlings. What's your call? How win? So. Da Umbrell Glaive, Leute. Jetzt haben wir 45% CDR. Sehr geil. Sehr geil. Ultimate hat einen Cooldown von 28 Sekunden. Schön. Und das ist noch nicht mal die Stufe 3 Ultimate. 28er? Oh, Leona ist tot. Hä, das heißt, wir können ja immer always ultra ulten. Okay, ich bin dabei, Leute. Ich bin dabei. Wir sind dabei. Sie hat halt Stundenglas. Das nervt mega krass. Guten Tag. Guten Abend. Die wissen, dass ich hier bin. Okay, da stirbt jemand. Das ist nicht so geil. Will ich darüber? Vielleicht. Ja. Always ultra! Nein, Auto. Ah, der wurde nicht ausgelöst. Aber es hätte wahrscheinlich nicht gereicht. Okay, die ist halt turbofett, ne? Da muss ich aufpassen. Und ich war jetzt ziemlich. Naja. Ja, was hat der. Hat die mich gekrittet oder wieso bin ich so schnell gestorben? Okay, komm. Ela, ui. Alter, Miss Forge ist super krass. Die muss ich auf jeden Fall töten. Die hat allerdings. Ne, die hat nichts Defensives. Die müsste doch platzen. Wir haben wieder Ultimate. Was kaufen wir denn jetzt, ist die Frage. Ich meine, Black Cleaver ist schon nett. Ich glaube, wir kaufen einfach mehr Lidelity. Entweder bauen wir Sanguine oder wir bauen hier dieses hier. Das hier bauen wir. Mehr Lidelity ist mehr Lidelity. Ja, guck, Leona flamed jetzt hier. Dabei ist Leona als allererstes alleine gestorben, ne? Aber gut. Boah, ich brauche unbedingt Level 16 Ult. Da habe ich richtig Bock. Dann hat das Ding ja 15 Sekunden. Wir dürfen nicht als erstes sterben. Vielleicht ein bisschen Tanking ist ja cool. Okay, Drache kommt gleich. Ich werde die Leute jetzt zum Drachen gehen abfangen. Ich bin Abfanglon. Okay, hier ist keine Levision. Levision. Die hat kein Stundenglas, glaube ich. Ist ein bisschen gefährlich. Gefährlichkeitsattacke! Komm. Mehr. Oh nein. Ich wusste nicht, dass das ein Gegner war. Oh Mann, ich bin gerade richtig ein Weg. Oh nö. Ich habe den nicht gesehen, obwohl der so groß ist wie... Drei Teams übereinander gestapelt und 12 nebeneinander. Aber Käsekaise macht ein bisschen Damage. Ist okay. Aber ich darf nicht immer sterben. Mist. Was hat mich Käsex hat mich. Mann, nee, Sugar hat mich gesnackt auch vor allem. Ja, okay, wir brauchen irgendwas mit weniger Sterben. Phantom Dancer. Ah ne, ich wollte Lidelity bauen, ne? Ja, aber vielleicht wäre Death Dance hier der richtige Call gewesen insgesamt. Da wäre ich nicht ganz so weich, ne? Und könnte mich heilen. Könnten wir immer noch bauen, aber na, ich weiß nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Komm, Leute. Wir werden uns jetzt anstrengen. Nicht mehr. Vielleicht farmen wir aber mal eben schnell. Komm, Leute. Lass mal eben Level 16 zusammen farmen. Wir gehen auf die Sidelanes und farmen. Ist ein guter Deal. Very guter Deal. Ich will sehen, wie wenig Cooldown der Bums hat dann. Sehr gut. Jetzt guck mal, jetzt haben wir sogar den Ocean Drake. Jetzt brauche ich nicht mal unbedingt Lifesteal. Ich hole mir jetzt den Red Buff. Mal gucken. Ich muss sagen, ich provoziere es jetzt ein bisschen, damit der Käsekaiser gleich irgendwas sagt. So. Wow, Talon! Ach, sie sieht das nicht mal. Die hat doch keine Map Awareness. So. Sie ist mittlerweile fett, ja. Aber ich auch. Und sie stirbt auch oft. So ist es auch nicht, ne? So. Jetzt holen wir uns schnell Level 16, Leute. Schnell. Schön farmen. Wir machen farmen.
Da 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 da. Gibt dieser Drache auch Mana wieder jetzt? Ich weiß, dass er auch schon weg das nicht macht, aber die Seele vielleicht? Hier, Mana. Cool, schön. Cool, auch nur einfach, wenn man was angreift? Regenerate up and damaging an enemy. Aber das hier ist auch ein Enemy, oder nicht? Ja, denke schon. Okay, cool. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Was? Das war meiner. Aber ist okay, ich mach kein Auge. So, ich muss jetzt alles einsammeln. Sammel, 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 sammel. Sammel, 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 sammel. Gib, 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 gib. Das ist meiner. Was für Beta Jungler Windis. Können wir mal kurz auch über den Midlaner reden? Ich meine, hallo, Six hat halt gar nichts gemacht und ich war oben, unten, oben, unten, oben, unten. Oben, unten. Wenn ich jetzt hier pushe, werde ich wieder geflamed, aber ja, ich nehme das mal ein bisschen in Kauf. Na. GG Talon, hier, ja, Beta Talon wins. Wo ist hier die Masse? Talon ist so bad. Guck mal, das ist immer, wenn der Gegner 1-8 steht. Ne? Das ist immer das Lustigste. Wenn der Gegner steht 1-8, aber will dann natürlich nicht eingestehen, dass der bessere Spieler war. Guten Tag. Guten Tag. So, wir kaufen mal eben schnell ein bisschen Damage. Aber vielleicht machen wir noch eben. Vielleicht machen wir mal eben. Level 16, beziehungsweise die Richtung zu Level 16. Komm, wir können gleich wieder ulten. Ist das schön? Ist das schön? Ist das schön? Und der Käsekaiser ist tot. Na. Na. Okay, mir fehlt noch ein bisschen. A bisschen, a bisschen, a bisschen, a bisschen. No, ich kleb fest! No! Okay, wir nehmen mal schnell noch die Minions hier. Ich brauche Level 16. Ich brauche Level 16. Noch hier noch schnell. Ich nehme alles mit. Ich bin der Mitnehmer. Schnell hin und wieder weg. So, bisschen fehlt noch. Wir gehen mal im Shoppy shoppen. Geht jetzt weg. Oh, die kommen jetzt bestimmt nochmal wieder, oder? Nee. Ist damit nicht weg. So, Death Dance. Ja, komm, Leute. Ist jetzt Overkill CDR-mäßig, aber dann sind wir nicht mehr ganz so weich. Ich finde, Six und Kaiser wären ein perfektes Duo-Team. Guck mal, jetzt kommt der Surrender von Leona bestimmt. Oder vom Käsekaiser. Ich werde wieder geflamed. For no reason. So, ich meine, Kaiser war auch nicht da. Warum sollte man da vorne fighten? Ne, da kann man so sehen, die Leute sind alle geistig behindert. Gut. Gut, 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 gut. So, die denken jetzt, das wäre safe. Aber hier oben war Vision, oder? Ja, Mist. Oh, da ist Six. Gunak. Gunak, Gunak. Woo! So, Leute! Bei der Macht von Ultralon. Ja, so. Oder vielleicht Ultralon. Ultralon. Nandonaikudas under my Ultralon. Haben wir 21 Sekunden Cooldown. 21. I don't even want to win good micro, but pathetic macro. Leona, it's not too late. You can improve. And work at yourself. Die wird gleich richtig platzen. Sollte man vielleicht nicht machen, aber... Ne? Die wird richtig platzen. Platze wird die. Ich glaube, jetzt kaufen wir noch Sengunblade. Ich komme mal, Leute. Naja, wir machen mal eben den Tower hier weg. Zack. 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 Jetzt gönnen wir. Machen wir die Nackenschellengönnung. Nackenschellengönnung! Batz. Schön. 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 Guck mal, alle tot, alles easy, alles freezy. Wer hat die besten Stats im Game? Fiddlestix. Wer hat die zweitbesten Stats im Game? Wer ist der beste Spieler im Game? Ultralon. Also nochmal, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen, beautifulen Tag. Ja, ansonsten, Leute. Ja, morgen, wie gesagt, der Stream. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal einschaltet und ein bisschen guckt. Klar, wenn da Games dabei sein, wo ihr sagt, wow, Tobi, das ist richtig beschissen, aber... Naja, da werden viele beschissene Games dabei sein. Aber vielleicht ist das ja auch der Deal, dass man mal beschissene Games guckt. Und vielleicht ist ja auch mal ein cooles Game dabei. Ansonsten, ja, mein Zweitkanal, Lunst rein und Turnier, alles unten in dem, habe ich so in den Kommentaren gepinnt. Gönnt euch. Gönnt euch. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ich euer Tobi sein durfte. Auf Wiedersehen. Ich gehe gleich zum Sport.